Wir waren im Fernsehen. Nein, damit meine ich nicht mich, David oder irgendjemand anderem aus dem Team, sondern die hier. ZDF Wieso hat sich in einem Beitrag damit befasst, mit welchem Material bzw. mit welcher Unterlage man das Plätzchenbacken am nachhaltigsten gestalten kann. Also Dauerbackfolie, Backpapier oder eben eine Silikonbackmatte. Dass Backpapier nicht besonders gut abschneidet, haben sich die meisten von euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Eine Vertreterin von Ökotest hat in dem Beitrag auch nochmal betont, dass Backpapier meist nach ein bis zwei Nutzungen weggeschmissen werde. Das sei eben besonders problematisch, da Backpapier beschichtet ist und somit nicht recycelt werden kann. Wer demnach auf seinen ökologischen Fußabdruck achten möchte, der sollte zu Alternativen greifen, wie zum Beispiel zu unseren Silikonbackmatten. Doch was ist jetzt der Unterschied von unseren Backmatten zu anderen Backpapieralternativen? Ökotest hat sich nochmal diese Alternativen genauer angeschaut und festgestellt, dass unsere Silikonbackmatte im Vergleich zu den anderen Alternativen vorne liegt, da diese komplett schadstofffrei ist. Die spiegelglatte Oberfläche reicht hier allein aus, um ein antihaftendes Ergebnis zu erzielen. Den Beitrag von ZDF Wieso haben wir unter diesem Video markiert. Schaut ihn euch also gern nochmal an und überzeugt euch selbst.